Ins Pokémon Center? Nein, muss nicht. Sind alle voll. Sind alle voll mit irgendwelchen Sachen. So, hallo. Warum schaust du mich so fasziniert an? Weil, na, wie soll ich das sagen? Weil ich mit dir kämpfen will. Hallo, Radfratz. So, Donnerschock. Der macht einen Tackle, der... Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Der zieht da ordentlich was ab, das Radfratz. Zieh es bei mir... Wollte schon gerade sagen, zieh mit mir jetzt nicht den Scheiß ab wie mit Asans Radfratz. Männliches Nidoran. Möchte ich wechseln? Ja, möchte ich. Ich möchte zu Karas wechseln. Konfusion. Das wird wehtun. Ja, sehr effektiv. Und noch einmal Konfusion und dann bist du tot. Aha. So. Jetzt darf ich schon wieder ins Pokémon Center laufen, du Sch. Nein, keine bösen Wörter. Keine bösen Wörter. Es schauen Kinder zu. Es schauen Kinder zu. Glaube ich zumindest. Ist zumindest möglich. Es gibt ja so viele Leute, Eltern, die ihre Grundschulkinder einfach so überall im Internet rumlaufen lassen. Was ziemlich nervig ist manchmal. Naja. Ach. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Solange sie mich nicht nerven, ist alles in Ordnung. So, die meisten Trainer haben wir hier, glaube ich, schon fertig. Den da unten haben wir. Hier ist noch einer und dann ist da unten im Busch auch noch eine Göre. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Alles klar. Dann fang mal an. Hallo Käfersammler. Hallo Raupi. Sag Hallo zu Asan. Und zu seinem Ruckzucki. Was nicht sehr viel abzieht. Schade. Dann halt zu Donnerwilde. So. Paralysiert. Donnerschock. Zieht schon deutlich mehr ab als der Ruckzucki. So. Fertig. So, Asan reicht Level 13. Das geht ja wieder gut voran. Es kommt noch mal ein Safcon. Konnte das Tackle? Ich bin mir nicht sicher. Naja. Werden wir ja sehen. Ich glaube, Psycho ist gegen Käfer nicht sehr effektiv. Deswegen mache ich Tackle. Härtner. Ich schätze mal, dass es ein von den Viechern, das nur Härtner kann. Ein Volltreffer, schön. Wäre noch zwei Runden früher, wäre zwar da schöner gewesen, aber ist auch gut. Probieren wir mal Konfusion. Ui! Das ist neutral. Okay. Wusste ich nicht. So, Karas erreicht Level 11, das ist sehr schön. Du hast meine Pokémon besiegt. Heul doch. Wir fangen erst gleich ein neues Pokémon. Hallo. Huch, soll das etwa Annäherungsversuche sein? Nein. Siep. Kyrö möchte kämpfen, Kyrö setzt einen Pummel auf ein Level 14. Ach du Heilige. Donnerwelle. Bevor es daran denkt, mich einzuschläfern. So, Donnerschock.
zieht nicht besonders viel ab. Oh! Mein Herz! Mein armes Herz! Okay, schon besser. Doppelkick. Oh. Alter. Alter. Ich habe nur gesehen, wie die KP-Anzeige ganz leerer wird. Und in meinem Kopf da. Als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Na, wir haben den Kampf gewonnen. Desmond ist jetzt ein geiles Nidorino. Ich werde aber nicht sofort einen Mondstein einsetzen, sobald ich einen bekomme. Denn sobald Nidorino zum Nidoking wird, lernt es keine Attacken mehr. Von selber. Und das finde ich persönlich ein bisschen kacke. Deswegen lasse ich das erstmal so. Generell ist es so, wenn Pokémon sich über einen Entwicklungsstein entwickeln, dass sie dann halt nach der Entwicklung dann halt quasi keine Attacken mehr lernen. Ausnahmen sind Evoli und die ganzen Entwicklungen, aber das ist eine andere Geschichte. Und vielleicht existieren irgendwo noch andere Ausnahmen. Aber generell heißt es, nach der Entwicklung lernt man höchstens vielleicht noch ein, zwei Attacken, je nach Level, und dann ist Schluss. Die Werte sind zwar dann immer ein bisschen höher, aber man muss Prioritäten setzen. Ich wollte Pokebälle holen. Fällt mir jetzt erst wieder ein, ich wollte doch Pokebälle holen. Ich wollte auch das nächste Pokémon fangen. Dum, dum. Da, da, dum, da, 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 da. So. Hallo. Habe ich was zum Verkaufen? Nein, habe ich nicht. Ich will aber kaufen. Das war Pokebälle. 10 Stück. Ja. Fluchtseile. 2 Stück. Ja. Was war das für ein komisches Geräusch, egal. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das Spiel geglitscht habe oder so. Naja. Gut. Was gibt es hier eigentlich auf der Route zu fangen? Sandan, das gibt es. Wahrscheinlich Radfratz? Vielleicht Habitak und oder Taubzi? Ich würde mich über einen Sandan oder über einen Flug-Pokémon freuen. Das fände ich ganz geil. So. Stunde der Wahrheit. Und es ist... Habitak! Cool! Level 9. Ganz akzeptables Level. Machen wir erstmal Donnerwelle. So, Habitak ist paralysiert. Es setzt Schnabel ein. Zieht nicht sehr viel ab. Probieren wir das doch gleich mal mit dem Pokéball, auch wenn das wahrscheinlich nicht reichen wird. Nein. Ich glaube, ich wechsle mal zu Lucy. Arsene hat ja immerhin schon mal paralysiert. Machen wir einmal Tackle. Ui. So, machen wir noch einen Pokéball. Ja. Geil. Habitak. Schön. Freut mich. Ein Flug-Pokémon. Habitak finde ich auch total cool eigentlich. Dieses Pokémon kann in großer Höhe nur schwer fliegen. Dafür kann es sehr schnell fliegen. Ja, ich gebe den Spitznamen und zwar... wie nenne ich es denn? Ich nenne es nach einem mit... Streiter. Und zwar DJ. Einer, der mitmacht. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig geschrieben. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber müsste eigentlich richtig sein. Naja,
Cool. Hallo DJ. Mit dir gehen wir natürlich erstmal wieder ins Pokémon Center. Damit du gleich mit dem Trainer anfangen kannst. Ich glaube, da kommt gleich noch ein Trainer. Ich bin mir nicht sicher. Aber geil, Flug-Pokémon. Ich frage mich, was gleich in der Höhle als erstes auf uns zukommt. Könnten wir jetzt schon Schutz kaufen? Dann würde ich jetzt ein paar Mal Schutz kaufen, bis wir eine Ebene runter sind in der Höhle, wo es Paras gibt. Paras wären nämlich auch ganz cool. Obwohl wir haben ja schon Käfer-Pokémon. Kleinstein wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Kleinstein wäre wirklich nicht schlecht. Ich würde aber auch mich mit einem Zubat wahrscheinlich zufrieden geben. Notgedrungen. Naja. Ach ja. Ehe ich jetzt vergesse. Hallo DJ. Tauschen. So. War hier kein Trainer mehr? Gar keiner? Habe ich mich geirrt? Bist du ein Trainer? Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria sieht sich sehr beschwerlich. Ja, okay, dann trainiere ich, mache hier ein paar Kämpfe gegen wilde Pokémon. Ist in Ordnung. Hallo, Habitak. Level 9. So, Asan. Pika! Schnabel ist nicht so effektiv, weil ich Elektro-Pokémon bin. Dein Pech. So, und Donnerschock ist sehr effektiv dagegen. So, machen wir erstmal ein paar Kämpfe gegen wilde Pokémon. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nicht mehr genug Geld, um das Kappa dort zu kaufen. Egal. Da will ich gleich in der Höhle noch drankommen an das Geld. Pika! Das hier ist eigentlich eine gute Trainingswiese für Asan. Fällt mir gerade so ein. Asan könnte wirklich noch ein paar Level gebrauchen bis zur Arena. Und ich glaube, in der Höhle werden wir nicht sehr oft dazu kommen, ein Elektro-Pokémon zu trainieren. Kriegst du das allein hin? Frage ich mich. Ui, Volltreffer. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie viel hältst du aus? Nicht viel. Wenn der... Nein, 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 ich sag besser nichts. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Das... Wenn der Volltreffer gemacht hätte, dann wäre das neue Teammitglied aber schon ziemlich schnell wieder weg gewesen. Und dann habe ich mich umsonst über einen Vogel-Pokémon gefreut. Ja, Verteidigung sinkt von mir aus. Dann soll's halt so sein. So. Okay, den Kampf hier machen wir noch und dann gehe ich ins Pokémon Center und dann geht's in den Mondberg. So. Donnerschock. So.